Wenn du planst, bei Amazon zu verkaufen, wirst du um die Amazon-Gebühren nicht herumkommen. Und in diesem Video wird es auch darum gehen: Amazon-Gebühren, wie viel gebe ich an Amazon ab und wie viel bleibt mir am Ende? Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Ja, das ist ein weiteres Video der Amazon-Reihe. Solltest du andere Videos noch sehen wollen, dann klicke auf die Playlist und Amazon-Videos. Da wird dir Schritt für Schritt erklärt, wie du dich bei Amazon registrierst, wie du für diverse Einstellungen bei Amazon einstellst, wie du einen Artikel online stellst und diesen listest. Sollten dich solche Themen wie das Online-Verkaufen interessieren und wie du dir ein erfolgreiches Online-Geschäft aufbauen kannst, dann abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So, Freunde, wie gesagt, wir möchten heute uns mit den Amazon-Gebühren beschäftigen. Schauen wir uns doch mal an, was auf uns wirklich an Gebühren und vielleicht auch Grundgebühren zukommt. Beginnen wir dann direkt schon mal mit den Grundgebühren. Vorab gesagt, alle Informationen und Links, Seiten, die ich euch hier zeige, werde ich unten in der Beschreibung verlinken, so dass ihr euch da nochmal informieren könnt und nachlesen könnt, falls ihr was nicht verstanden habt. So, beginnen wir erstmal mit den Grundgebühren. Also, wenn ihr euch bei Amazon anmelden möchtet, habt ihr zwei Optionen. Und zwar könnt ihr das Basiskonto wählen oder das Professional-Konto. Wenn du noch nicht bei Amazon registriert bist, dann zeige ich dir hier oben im Video, wie du Schritt für Schritt dir ein Amazon-Seller-Konto erstellen kannst. Und hier hast du, wie gesagt, die Qual der Wahl zwischen zwei Tarifen. Wenn du weniger als 40 Artikel verkaufen möchtest und du weißt das von vornherein, dann würde ich das Basiskonto nehmen, denn hier wird dir pro Artikel 99 Cent berechnet. Also bleibst du unter 40 Artikel, lohnt sich das. Solltest du aber schon wissen, dass du mehr als 40 Artikel verkaufen möchtest, dann eignet sich das Professional-Konto, denn hier zahlst du 39 Euro exklusive der Mehrwertsteuer natürlich und kannst so viele Artikel listen, wie du möchtest. So, das ist erstmal die eine Sache, die dir monatlich anfällt. Die nächste Gebühr, die unumgänglich ist, ist natürlich die Verkaufsprovision. Das heißt, die Provision, die wir an Amazon bezahlen für die Vermittlung, für das Verkaufen auf dem Marktplatz. Das sehen wir hier und zwar wird das in Kategorien unterteilt. Hier gibt es verschiedene Prozentsätze. Dieser Prozentsatz richtet sich immer an den Verkaufspreis. Das heißt, in der Regel haben wir hier von 7 bis 15%, die wir an Amazon zahlen. Hier kannst du einmal durchgucken, was genau deine Kategorie betrifft und die Artikel, die du verkaufen möchtest, so dass du für dich ungefähr kalkulieren kannst, mit wie viel Prozent Abgabe du rechnen kannst und musst. So, in der Regel, wie gesagt, 15% maximal. Wir haben hier bei Schmuck, habe ich, ja genau, 20% sollte der Schmuck bis 250 Euro wert sein. Dann wird 20% abgegeben, sonst hält sich das wirklich in Grenzen. Ja, Zubehör für Amazon-Geräte 45%, aber das wird wohl die wenigsten betreffen. So, nun gibt es eine Möglichkeit, wie wir das Ganze kalkulieren können, so dass wir sehen, was bleibt uns denn am Ende. Und dafür hat Amazon einen Einnahmerechner zur Verfügung gestellt, den ihr auch unten in der Beschreibung finden könnt. Und hier ist es so, dass ihr euer Produkt hier eingeben könnt, also Name des Produktes, EAN-Nummer oder ASIN. Und dann könnt ihr genau einmal alles durchkalkulieren, was wir jetzt gemeinsam auch machen werden. So, ich habe mir mal so ein Produkt ausgesucht, so ein Fahrradsattel hat eine ungefähr durchschnittliche Paketgröße, weil es hängt auch sehr stark aus davon ab, welche Größe und Gewicht das Paket hat. Und das finde ich so ein durchschnittliches Paketgröße, die auch wirklich gängig ist zu allen anderen. So, und da suchen wir mal nach der ASIN, die wir hier unten finden und fügen diese beim Einnahmerechner ein und suchen danach. Und dann hat er uns genau dieses Produkt gefunden. Hier haben wir die Verpackungsmaße, wir haben das Produktgewicht. Und dann haben wir hier die Spalte Ihr Versand und Amazon Versand. Ihr Versand ist selbsterklärend das, was wir selbst verschicken würden und selbst managen würden. Und Amazon Versand wäre in dem Fall Amazon FBA, wenn du das nutzen möchtest. So, wir schauen mal nach dem Artikelpreis. Der lag hier bei 26,90 €, sagen wir mal. 25 Euro gehen wir von 25 Euro aus.
Also geben das beidseitig ein. Und im Versand, das wären die Versandkosten, die man jetzt selbst noch dazu kalkulieren würde, würde ich empfehlen, auf Null immer zu setzen und das im Preis mit zu berücksichtigen. Das sieht besser aus für den Kunden und die meisten Kunden treffen dann die Kaufentscheidung eher, als wenn die noch Versandkosten bezahlen würden. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, unseren Versand, der ja sowieso anfällt, einmal hinzuzufügen, dass das bei der Kalkulation berücksichtigt wird. Bei Amazon wird das nicht verfügbar sein, weil das wird vorgegeben von Amazon. Schauen wir uns später auch nochmal an. In der Regel zahlt man aber als Normalversender, als Selbstversender ungefähr 4 Euro an Versandkosten an DHL oder mit irgendeinem anderen Versanddienstleister, mit dem ihr zusammenarbeitet. Jedoch fällt eine andere Gebühr an, die wir als Selbstversender nicht haben. Und zwar, wir müssen die Ware ja als, wenn wir FBA nutzen möchten, einmal an Amazon-Lager verschicken. Und dafür fällt natürlich auch eine Versandgebühr an, eine einmalige. Die kann man im Durchschnitt nehmen für den jeweiligen und einzelnen Artikel. Und ich würde hier sagen, dass wir ungefähr 50 Cent pro Artikel kalkulieren können, den wir jetzt an Amazon zuschicken und dieses einlagern. Und am Ende haben wir natürlich auch noch die Kosten des Produktes. Hier können wir bei so einem Sattel von ungefähr 6 Euro ausgehen. Ist jetzt so ungefähr geschätzt. Und jetzt berechnen wir das Ganze und sehen, was lohnt sich denn mehr. Und hier haben wir das Ganze fast auf den Punkt getroffen. 45% Netto-Gewinnspanne haben wir, was sehr gut ist. Also wenn wir zu diesem Preis diesen Sattel einkaufen können, dann würde es ein sehr gutes Produkt sein, was man vertreiben könnte. 45% wäre, wenn wir es selbst verschicken würden, aber auch 45,64%, also sogar 0,64% mehr, wenn wir es durch Amazon managen lassen würden. Das heißt, in dem Falle würde sich Amazon FBA wirklich eignen, weil wir haben nicht die Aufwandskosten bzw. den Zeitaufwand, den wir für dieses Produkt zum Verpacken und so weiter hätten. Gehen wir das Ganze einmal von oben durch. Und zwar haben wir hier die Gebühren, die an Amazon zu zahlen sind, sind in beiden Fällen gleich. 3,75 € wäre die Grundgebühr bzw. die Verkaufsprovision, die an Amazon fließt. Des Weiteren haben wir hier 4 Euro, die wir selbst aufwenden müssen als Selbstversender. Und wenn wir durch Amazon das verschicken würden, dann würden wir 3,34 € bezahlen. In dem Falle 3,34 €, da ist alles inklusive. Da ist die Verpackung inklusive, da ist das Packmaterial inklusive und natürlich das Etikett. Alles hier ist hier inklusive, so dass wir hier wirklich einen Top-Preis für den Service geboten bekommen. Und am Ende haben wir dann so gesagt, abzüglich der Kosten für das Produkt, den Gewinn von 11,41 €, wenn wir das durch Amazon FBA abwickeln. Soweit, so gut. Bei anderen Artikeln könnte das einen Unterschied geben, sollten das jetzt schwierigere Artikel sein, die auch eingelagert werden müssen. Schauen wir uns an, welche Kosten wir denn noch hätten, wenn wir das Ganze über Amazon FBA abwickeln würden. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit zu sehen, welche Gebühren uns noch anfallen. Und zwar Versandgebühren haben wir schon besprochen, die uns anfallen. Dazu kommen natürlich auch noch Lagergebühren. Wenn ihr Artikel an Amazon verschickt, in dem Lager muss es eingelagert werden und das kostet natürlich auch Geld. Und hier haben wir nochmal so einen Versandgebührenrechner. Artikel von 0 bis 10 Euro sind kleine Artikel meistens, die werden auch per Brief verschickt. Wir haben hier einen Maxi-Brief und bis 225 Gramm kostet das 1,40 € im Vergleich. Als normal würde man bei DHL bzw. bei der Deutschen Post für so einen Maxi-Brief 2,70 € bezahlen. Also hier ist der Preis wirklich unschlagbar günstig. Die meisten Artikel, die wir verkaufen würden, sind natürlich ein bisschen teurer. Und in dem Falle haben wir hier so ein Standardpaket. Nehmen wir das Ganze mal so im Durchschnitt 1 Kilo. Dann würden wir 3,76 € bezahlen, nur an Versand. Und das ist auch ein sehr guter Preis, den man so als Normalversender, Selbstversender nicht bekommt. Des Weiteren, wie gesagt, kommen Lagergebühren hinzu. Und zwar haben wir hier Standardgrößen.
Das Ganze wird per Kubikmeter berechnet. Haben wir jetzt zum Beispiel Kleidung und Schuhe, würde man hier von Januar bis September 15,60 € als Beispiel bezahlen, im Oktober bis Dezember mehr. Warum? Weil wir hier die Verkaufsaktionen haben. Wir haben hier das Weihnachtsgeschäft, Black Friday und so weiter und so fort. Da häuft sich dann natürlich die Ware in den Lagern, so dass Amazon hier auch ein bisschen mehr berechnet, weil sie halt die Kapazitäten auch brauchen. Für Übergrößen wird natürlich mehr berechnet. Das müsst ihr dann im Einzelfall kalkulieren. Hier haben wir zum Beispiel Produktbeispiele. Für eine SD-Karten würden wir hier beispielsweise 1,63 € an Versandgebühr bezahlen pro Einheit. Lagergebühren wird hier verzichtet. Also die sind so klein, dass man hier gar keine Lagergebühr berechnet. Für einen Toaster, was auch schon recht ein gutes Paket ist, wird 4,57 € an Versandgebühr pro Einheit berechnet und 29 Cent für Lagergebühren. So kann man das für sich so ein bisschen kalkulieren, wie viel Versandkosten und Lagerkosten einen anfallen. Und als letztes gibt es noch eine andere Gebühr, die man eventuell sich sparen kann, wenn man das Ganze schon mit dem Großhandel, wo man einkauft die Waren, sei es jetzt beim Importeur, wo ihr die Waren importiert aus China und so weiter, sich schon mal vereinbaren kann, dass er alle Artikel etikettieren soll. Denn wenn du Amazon FBA betreiben möchtest, kommst du nicht drum herum, dass jeder Artikel einen Barcode braucht. Dieser wird dir zur Verfügung gestellt von Amazon und dieser muss auf das Produkt geklebt oder gedruckt werden. Ja, in der Regel ist es so, dass man das schon vom Großhandel abwickeln lassen kann. Vielleicht wird das sogar kostenlos gemacht oder mit einem kleinen Aufschlag, falls man selbst schon Logos oder sein eigenes Branding auf das Produkt projizieren lassen möchte. Soweit so gut. Das Etikettieren kann natürlich auch Amazon übernehmen. Das dafür berechnen die pro Artikel 15 Cent. Also muss man gucken, bei einer Masse an Artikeln würde das definitiv auch preislich was ausmachen, so ob man sich dieses Geld eventuell sparen möchte. Das war's soweit zu den Amazon-Gebühren. Solltest du noch weitere Fragen haben, gerne unten in die Kommentare posten. Hat dir das Video gefallen und war es für dich hilfreich? Dann freue ich mich, wenn du mir diesem Video einen Daumen hoch gibst und diesen Kanal abonnierst für alle weiteren Informationen. Drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Viel Erfolg beim Verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.